Und ein herzliches Willkommen zurück zu meinem letzten Teil von meiner Aufnahmesession bei Pokémon Tekken DX heute. Wir machen Online-Rang-Match und versuchen Punkte zu sammeln, und zwar mit Gengar. Ich bin von Lyria, Gameplays als Hobby. Und bis jetzt lief es eigentlich ganz gut. 3 Kämpfe, 2 Siege mit Gengar und davor 2 Siege und 2 Niederlagen mit Rutena. Eigentlich sind wir ganz gut dabei mit den Siegen momentan. Hoffentlich hält es an, auch mit dem letzten Kampf hier. Vielleicht machen wir noch einen dritten Sieg mit Gengar und nur eine Niederlage. Das wäre echt cool. Nächster Kampf. Suchen wir mal den neuen Gegner. So, Herausforderung gefunden. Wen haben wir da? Fusoge. Hey, den kennen wir schon. Finnland. Mit God of War mal wieder. Siege 222. Gegen den haben wir bei meiner letzten Aufnahmesession schon mal gespielt. Den kenne ich noch. Gruppe C2, meine Güte. Falls ich den schaffe, gibt es gut Punkte. Mal schauen. Ja, Junge, Junge. Mit so wenig Aktion hatte ich mir bis jetzt schon so viel abgezogen. Oh. Meine Fresse. Er ist gut mit ihr. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall kennt er gute Kombos. Oh. Also wenn der da einen die ganze Zeit zubombardiert mit Fernkampf, da hat man ja echt kaum eine Chance, irgendwie an den ranzukommen oder generell selber was zu machen, ey. Defensive 5 Punkte. Ich hatte ja auch kaum nur. Ich habe ja auch hauptsächlich nur geblockt, ey. Na gut, okay. Letzter Kampf verloren. Alles klar. Er hat auf jeden Fall viel, viel Erfahrung mit God of War. Das merkt man. Der hat echt gute Kombos drauf und weiß, wie man sich schützt, sage ich jetzt mal. Dass man ja nicht zu nah an ihr reinkommt. Nicht schlecht, nicht verkehrt. Respekt von dir. Okay, das war meine Aufnahmesession bei Pokémon Tekken DX heute. Ich bin von Lyria Gameplays als Hobby und ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat und mir natürlich einen Daumen nach oben gibt, beziehungsweise ein Abo. Ich wünsche euch jetzt auch viel Spaß bei mir auf YouTube mit anderen Let's Plays oder ich meine, bis ihr vielleicht bei diesem Teil ankommt, habe ich schon längst wieder neue Teile gemacht für die Sicherheit. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss!